Herzlich willkommen bei Elysée TV und ich muss ja zugeben, es hat heute keine 30 Grad, es ist deutlich kühler, aber ich habe mir gedacht, wenn schon mal kein Regen fällt, dann treffen wir uns heute hier auf der Terrasse, denn immerhin haben wir Sommer. Und wir haben natürlich eine Menge wieder für Sie vorbereitet. Es geht heute unter anderem um Tennis, da haben wir ein Interview mit Michael Stich. Es geht um Musik, um das Jazzfestival hier in Hamburg und es geht um Fußball, um die Fußball-EM und die wurde natürlich auch hier beim Public Viewing auf der Terrasse so richtig zelebriert. Und jetzt sagen Sie natürlich, warum berichten wir jetzt drüber, ist ja schon vorbei. Ganz einfach, damit Sie schon mal ein bisschen Lust kriegen auf die nächste EM und WM, denn beides kommt ganz bestimmt. Das hatten sich die meisten Gäste wohl ganz anders vorgestellt, als sie sich voller Hoffnung auf einen Sieg der deutschen Mannschaft über Italien im EM-Finale auf der Sommerterrasse des Grand Elysée an jenem warmen Abend des 28. Juni eingefunden hatten. Keine 20 Minuten und Deutschland lag mit 0:1 zurück. Auch wenn der deutschen Mannschaft am Ende das Quäntchen Glück zum Sieg gefehlt hat und sie sich wie vor 6 Jahren bei der WM mit 0:2 geschlagen geben musste, für die Gäste blieb das Public Viewing bis zur letzten Spielminute spannend. Und jetzt sind wir mittendrin beim Elbjazz-Festival und neben mir steht die Festivalleiterin Tina Heine. Und du hast schon so ein bisschen, bevor es richtig anfing, die Stimme verloren. Die war auf einmal weg heute Morgen, ja. Also, hast du schon zu viel gesungen? Ich glaube ja, gesungen, ja. So kann man es auch nennen. Was ist denn das Elbjazz-Festival? Was kann man sich darunter vorstellen? Ein ganz viel Hafenatmosphäre, also Schiffe, Kräne und dazwischen riesige Bühnen, Musik, Wahnsinns-Jazzmusiker, total nette Leute. Und ein super Team. Jetzt stehen wir ja hier, man mag es kaum glauben, sozusagen im Grand Elysée, denn diese Pagode gehört zum Grand Elysée. Inwieweit ist das Hotel hier involviert? Oh, ich würde sagen, viel größer geht es kaum, weil sämtliche Künstler, das sind immerhin, ich glaube 290, schlafen im Grand Elysée. Das heißt, wir haben das ganze Hotel voll mit Musikern und Instrumenten und Sessions und Musik. Und es gibt hier auch noch was zu essen vom Grand Elysée, das kann ich auch schon mal verraten. Wir werden gleich nochmal mit dem Küchendirektor darüber sprechen. Eine letzte Frage, wenn unsere Zuschauer das sehen, dann ist dieses wunderbare Festival schon vorbei. Können wir uns denn schon auf das nächste freuen? Ja, absolut. Und man muss sich einfach in seinen Kalender fest eintragen. Immer das letzte Wochenende im Mai, Elbjazz Festival in Hamburg. Es gibt keine Alternative. Den Mann, den kennen Sie schon, das ist nämlich der Küchendirektor vom Grand Elysée und der versorgt die Gäste auch beim Elbjazz-Festival. Was gibt es denn hier? Wir haben eine kulinarische Reise gemacht aus dem Elysée, jetzt hier an den Hafen und da geht die kulinarische Reise quasi weiter. Es gibt aus der Oysterbar einen Hummer mit Safran-Mayonnaise, aus der Brasserie ein tolles Steak vom Lava-Grill mit kleinen Kartoffelchen dazu und eine wunderschöne Steaksoße und ein Wok-Gericht und zwar mit, was jetzt auch Saison hat, grüner und weißer Spargel, ein paar Zuckerschoten und eine schöne Hähnchenbrust und das aus dem Wok, süß-sauer, leicht scharf. Heute ging es bei uns schon um Fußball, es ging eben um Musik und jetzt geht es, unschwer zu erkennen, um Tennis. Und da bin ich mit dem Ex-Profispieler Michael Stich verabredet. Es gibt nicht wenige Hamburger und auch Nicht-Hamburger, die darauf warten und es ist wirklich eines der sportlichen Highlights in Hamburg. Es geht um das Tennisturnier am Hamburger Roten Baum und das Grand Elysée ist traditionsgemäß das Spielerhotel, das heißt hier übernachten die Spieler und wir stehen jetzt unmittelbar vor diesem Turnier und neben mir sitzt Turnierdirektor Michael Stich. Herr Stich, das ist ja eine Tradition, kann man sagen, Hamburg und Tennis. Warum lieben die Hamburger den Tennissport so? Ich glaube, aus der Tradition des Turniers heraus, weil hier die gesamte Weltelite, die es jemals gab, aufgeschlagen hat, von Björn Borg über Jimmy Connors, Rod Laver, Andre Agassi, also wen man eigentlich in der Tenniswelt kennt. Und ich glaube, das ist eine langjährige Beziehung. 106 Jahre German Open jetzt in Hamburg und da sollte schon ein bisschen Leidenschaft hängen geblieben sein. Was ist denn das Besondere an dem Turnier? Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, natürlich die Spieler, die daran teilnehmen, aber auch als Spieler vielleicht. Was ist das Besondere, hier in Hamburg aufzuschlagen? Ich glaube, für die Spieler natürlich, Hamburg ist eine Metropole. Ich meine, Hamburg hat unheimlich viel zu bieten für die Familien auch der Spieler. Das ist ja auch seit ein paar Jahren neu, dass auch mittlerweile die ganzen Familienreisen mit Kindern, mit Frauen, mit allem drum und dran. Das heißt, für die ist natürlich in Hamburg auch viel zu sehen, viel zu machen. Das macht es interessant.
Und einfach auch die Tradition. Die Spieler sind schon traditionsbehaftet. Die Größe des Turniers logischerweise. Es gibt viel Preisgeld zu gewinnen, viele ATP-Punkte für die Weltrangliste. Also das Gesamtpaket stimmt. Und natürlich, und das ist auch das Feedback der letzten Jahre, das Élysée-Hotel kommt bei den Spielern super an. Also auch die kurzen Wege zur Anlage hier logischerweise. Also da ist, haben wir gut gepunktet. Sehr schön, das hören wir natürlich auch gerne. Jetzt sind Sie ja, ich darf es sagen, Sie sind Tennislegende und Sie sind Turnierdirektor. Was bringt denn nun mehr Spaß? Beides bringt Spaß. Ja, alles hat seine Zeit und ich bin dankbar für die Zeit als Tennisspieler, als Profi. Ich möchte sie nicht nochmal leben, das war eine tolle Zeit, aber die Zeit danach ist auch sehr, sehr schön. Auch beim Sport ist man immer so alleine für seinen Erfolg verantwortlich. Wenn ich gewinne, gewinne ich für mich und ich verliere für mich. Das ist im Berufsleben ja ein bisschen anders und das ist im Tennis manchmal ein bisschen einfacher. Eine letzte Frage noch, das auch an den Ex-Tennis-Profi. Wenn unsere Gäste jetzt hier einfach mal einen Tennis-Profi sehen, das muss ja nicht nur während des Turniers sein, sondern auch das ganze Jahr über, darf man die ruhig ansprechen oder ist man da wahnsinnig genervt? Die meisten sind eigentlich relativ entspannt. Aber man kann auch mal auf John McEnroe treffen, der dann vielleicht ein bisschen genervter ist. Aber das wird man dann relativ schnell merken. Und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal bei Élysée TV. Bis dahin. Tschüss.